Hallo zusammen, in meinem letzten Video von gestern habe ich ja über Polycat.finance geredet und angekündigt, dass ich noch ein Video mache, in dem ich erkläre, wie man hier reinkommt, was man hier machen kann. Das möchte ich jetzt ganz gerne hier nachschieben und mit euch gemeinsam, also hier bei Polycat.finance investieren. Und worum geht es jetzt bei Polycat.finance? Also Polycat.finance ist in der Version 2 raus, seit ganz kurzer Zeit, mit sehr, sehr attraktiven APY und APR. Das ist schon mal das eine. Das andere ist meiner Meinung nach zurzeit die beste Yield-Farming-Plattform auf Polygon, denn es gibt sehr, sehr viele innovative Features. Ganz besonders zu nennen ist hier das sogenannte Dividend Vault, denn wenn diese Plattform hier richtig gut funktioniert, und das sieht im Moment wirklich auch danach aus, dann verdient diese Plattform Geld und diese Plattform beteiligt quasi die User an diesen Einnahmen, an dem Gewinn über das Dividend Vault. Um hier von den Einnahmen, von dem Gewinn dieser Plattform zu profitieren, muss man in dieses Vault investieren. Dafür braucht man Fish Tokens. Die Fish Tokens, das sind die Tokens, die in der Version 1 dieser Plattform die Rewards waren, und die sind im Supply begrenzt. Das heißt also, zurzeit ist die maximale Anzahl an Fish-Tokens, die es jemals geben wird, schon auf dem Markt. Es wird niemals mehr Fish-Tokens geben als jetzt. Und im Gegenteil, diese Plattform verbrennt über die Zeit nach und nach weiter Fish-Tokens über einen Mechanismus, den ich in meinem anderen Video erklärt habe. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können einfach sagen, der Fish-Token wird im Supply sinken. Das heißt also, es wird insgesamt immer weniger Fish-Tokens geben. Dadurch wird der Preis steigen. Aktuell $5,78. Und es gibt einen weiteren Reward-Token hier. Das ist der Paw-Token. Und der Paw-Token, der ist stark inflationär und der Supply ist nach oben unbegrenzt. Jetzt ist in der Version 2, die jetzt zurzeit läuft, ist möglich, nur möglich, den Paw-Token zu verdienen. Den Fish-Token kann man nicht mehr verdienen. Ist ja auch logisch, weil wenn der maximale Supply erreicht ist, dann kann man ja nicht noch mehr Fish-Tokens verdienen. Also, der Paw-Token ist im Moment der Reward-Token. Und die Idee, die ich in meinem letzten Video entwickelt habe, ist, dass wir jetzt einfach hingehen und Paw-Tokens hier farmen über die APY, die hier zurzeit wirklich sehr schön hoch ist noch. Und diese Paw-Tokens dann eben umwandeln in den Fish-Tokens, darauf setzen, dass der Fish-Token im Kurs steigen wird. Das ist hier die Idee. Und jetzt geht es darum, diese Idee in die Praxis umzusetzen. Dafür nehmen wir das Polygon, das DeFi-Portfolio auf Polygon-Basis, das ich vor ein paar Wochen angefangen habe. Und ich zeige da jetzt einfach mal kurz, wo wir stehen. Und zwar, nein, das ist das nicht. Gehen wir einfach auf D-Bank. Ich mache es ganz kurz. Wir haben zurzeit in diesem Portfolio $2,591 drin. Wir haben mit $2,200 angefangen. Das waren damals ungefähr 1.000 Euro. Also wir haben mit 1.000 Euro gestartet. Das waren $1,220. Für diese $1,220 haben wir Matic gekauft und dann so ein paar Sachen gemacht. Das könnt ihr auch in der Playlist entsprechend nachschauen. Und vor allem haben wir aber bei Aave eine Absicherung gemacht, denn wir haben ja einiges an Kursverlusten des Matic-Tokens mitmachen müssen in den letzten Wochen. Das war eine harte Zeit und in dieser Zeit mussten wir einmal unsere Position bei Aave absichern und nochmal $790 nachschießen. Die lagen hier bei Aave, und um dieses Video vorzubereiten, habe ich diese $700, die hier bei Aave in Form von USDC lagen, die habe ich schon entnommen, denn der Health-Faktor bei Aave ist hier recht gut, 2,0. Das heißt, man kann eigentlich unsere Sicherheitsmaßnahmen hier wieder entfernen. Die $790 habe ich entnommen. Die liegen jetzt hier im Wallet drin, USDC. Und 954 sind da drin. Und der Rest, also die etwa $175, die waren vorher bei ApeSwap in Form von Stablecoins eingelegt. Die habe ich auch schon rausgenommen und umgewandelt in USDC, sodass wir also hier jetzt einen recht guten Ausgangspunkt haben. Wir haben noch hier WMATIC, das ist aber nicht allzu viel, noch $12, die ignorieren wir jetzt einfach, genau wie hier noch ein paar zerquetschte in Sushi-Tokens und so. Die lassen wir jetzt einfach laufen. Was wir machen wollen ist, wir wollen diese 954 USDC, die jetzt in unserem Portfolio drin sind, die möchten wir ganz gerne dann also jetzt bei Polycat investieren. Was ist also jetzt hier die Idee? Dafür zeige ich jetzt mal ganz kurz einmal die Strategie, die ich im letzten Video entwickelt habe. Ich fasse das auch ganz kurz zusammen. Ich möchte da jetzt also auch gar nicht groß drüber reden, denn das habe ich im letzten Video gemacht.
Und ich möchte dieses Video möglichst kurz halten und mich möglichst auf die Umsetzung konzentrieren. Und daher also jetzt einmal ganz kurz ein Blick in die Strategie. Die Strategie sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Hypothese, und zwar der Kurs des POR-Tokens, der folgt nach unserer Meinung, nach meiner Meinung folgt der diesem Muster hier. Das ist quasi das übliche, der übliche Kursverlauf eines Reward-Tokens in einer Yield-Farm, denn wir haben da in der Regel eine Pump-Phase, dann eine Dump-Phase. Das sieht man hier, erst geht der Kurs richtig hoch, dann stürzt er total ab und dann gibt es eine sogenannte Preisfindungsphase. Und in der Preisfindungsphase, je nachdem, welchen Wert, welche Utility der Token hat, wird entweder ein stabiler Preis erreicht oder es wird einfach gegen Null gehen. Und beim POR-Token haben wir im Moment relativ wenig Utility, auch das im letzten Video erklärt und begründet. Das heißt, wir rechnen damit durch die starke Inflation, dass dieser Token eigentlich eher gegen Null gehen wird über die Zeit. Im Moment also ungefähr bei 1,50 Dollar mit der Tendenz unserer Meinung nach, wie gesagt, es ist eine Hypothese, bedeutet also, es ist eine Vermutung. Wir wissen nicht, ob das so kommt, dass dieser Token im Verlauf der Zeit an Wert verlieren wird. Dagegen der Fish-Token hat einen begrenzten Supply, hat auch eine hohe Utility, denn es gibt dieses Dividendenpool, es gibt einen Burning-Mechanismus, der dafür sorgt, dass also der Supply weiter sinkt. Ich gehe davon aus, dass der Fish-Token in den nächsten Wochen und Monaten so lang oder mittelfristig, eher mittelfristig dann also steigen wird im Kurs. Und natürlich sind diese Kurven, die hier zu sehen sind, nicht exakte Kurven, exakte Vorhersagen, sondern das ist so ein bisschen symbolisch gedacht. Natürlich wird auch der Fish-Token nicht konstant im Wert steigen, sondern es gibt ja auch noch allgemeine Marktbedingungen und so weiter. Die Idee ist jetzt, die Assets, die wir haben, also unsere 950 oder 960 US-Dollar, einlegen in die Layer 2 und die Layer 1 Farms auf Polygon, bei Polycat. Was Layer 2 und Layer 1 Farms sind, habe ich auch in meinem letzten Video erklärt, mache ich aber jetzt gleich auch ganz kurz. Dann werden wir hier Reward Tokens bekommen in Form von POR. Diese POR Tokens wandeln wir um dann in Fish, und zwar täglich. Es gibt beim POR Token noch einen Vesting Mechanismus, der dafür sorgt, dass die POR Tokens nicht sofort verfügbar sind, sondern die werden erst nach und nach freigeschaltet über die Zeit. Und immer wenn POR Tokens frei werden, dann wandeln die um in Fish und legen diese Fish Tokens ins Dividend Vault um. Und auch für das Dividend Vault bekommen wir POR Tokens, und natürlich auch werden wir die regelmäßig ernten und dann umwandeln in Fish, sodass unser Fischbestand immer weiter steigen wird, weil ja der Kurs theoretisch nach unserer Idee vom Fish-Token steigen wird. Hoffen wir darauf, dass wir auf diese Weise also einen Gewinn erwirtschaften. Jetzt mal ganz kurz, wie setzen wir das Ganze um? Und zwar gibt es da folgenden Plan, hier also Umsetzung. Wir haben unsere 960 ungefähr USDC. Wir wollen die in das Fish-Vault einlegen, und dafür gibt es einen bestimmten Weg. Und zwar als erstes wandeln wir diese 960 USDC um in 430 USDC, also die Hälfte davon wandeln wir um in Fish, die andere Hälfte haben wir dann in USDC, sodass wir den gleichen Wert in Dollar gerechnet von USDC und Fish haben. Die können wir dann einlegen bei Polycat.finance in einen Liquiditätspool, in einen LP, und bekommen dafür Fish USDC LP Tokens als Quittung im Wert von 960 Dollar. Diese staken wir dann in der Fish USDC Farm. Da ist die APY zurzeit, glaube ich, 360%. Nein, die APR ist 360% ungefähr. Und diese APR bekommen wir ausgezahlt in Form von POR-Tokens, die wir harvesten müssen. Und wenn wir die harvesten, dann werden diese POR-Tokens zunächst mal in einen Vesting-Schedule eingeführt. Und dieser Vesting-Schedule, der läuft für 30 Tage. Das heißt, die POR-Tokens werden über die 30 Tage nach und nach freigegeben. Ich muss also nicht die vollen 30 Tage warten, sondern es kommt jeden Tag dann eben ein Teil der POR-Tokens wird frei. Und auch die muss ich dann da harvesten, sodass also ich beim ersten Harvesting gar keine POR-Tokens bekomme, die landen im Vesting. Nach über die Zeit kann ich dann jeden Tag meine POR-Tokens abholen aus dem Vesting. Und diese POR-Tokens verkaufen wir dann auf dem Markt und bekommen dafür, wir kaufen dafür, wir verkaufen die POR-Tokens, wir bekommen dafür Fish, und diese Fish legen wir dann in das Dividend Vault ein. Das Dividend Vault
bringt unter anderem eine Dividende, auch in Form von Fish-Tokens. Das heißt, unser Bestand an Fish-Tokens, den wir im Dividend-Vault haben, müsste über die Zeit steigen. Denn einerseits kommen ja Paw-Tokens, die wir umgewandelt haben in Fish, jedes Mal dazu, mit jedem Harvest. Und gleichzeitig wirft dieses Dividend-Vault auch einen Gewinn ab. Das heißt also, wenn wir 10 Fish-Tokens in diesem Dividend-Vault haben, dann bekommen wir allein durch die Einlage, hätten wir theoretisch nächsten Tag 10,1, 10,2, 10,3 und so weiter an Fish-Tokens. Unser Fish-Token-Bestand würde also allein schon durch die Verzinsung in diesem Vault steigen, plus natürlich die Paw-Tokens, die wir da reintun. Und gleichzeitig bekommen wir noch Paw-Tokens als Rewards an der Stelle. Und diese Rewards in Form von Paw-Tokens, die werden wir auch nach und nach auf dem Markt verkaufen, wieder in Fish-Tokens umwandeln, um diese ganze Zinseszinsentwicklung mitzunehmen. Das ist jetzt erstmal die Idee. Und diese Idee setzen wir jetzt mal in die Tat um. Wir sind hier also jetzt auf Polycat.finance und hier bei Polycat.finance gibt es dieses Dividend Vault. Das ist unser Ziel. Hier wollen wir rein. Die APY beträgt zurzeit 76-77%. Das ist jetzt eigentlich verhältnismäßig für diese Plattform gar nicht so hoch, aber das kann sich ja in Zukunft noch ändern. Und die Idee ist ja hier, dass wir dieses Vault nach und nach befüllen und dass ja auch der Fish-Token im Wert steigen wird. Auf diese Weise wird die APY auch steigen und so weiter. Also diese Zahl hier, die brauchen wir jetzt nicht allzu sehr zu beachten. Und um dahin zu kommen, also man findet diese Vaults hier unter Vaults. Wenn man das anklickt bei polycat.finance, dann ist hier das Dividend Vault direkt als erstes zu sehen. Einlage ist Fish. So, wie kommen wir jetzt dahin? Wir hatten gesagt, als erstes wollen wir unsere 960 ungefähr, sind das ja, USDC umwandeln und zwar die Hälfte davon in Fish-Tokens. Das macht man natürlich über Trade. Ich wähle hier also USDC aus, da sind 954 sind es jetzt in dem Fall, nicht 960, ist jetzt auch egal. Und die wandle ich um in Fish und zwar die Hälfte davon. Sprechen und Kopfrechnen ist immer ein bisschen schwierig, deshalb mache ich das jetzt hier 954 einfach mal mit dem Rechner. 477 USDC wären das. Jetzt müssen wir noch mal warten, bis sich die Seite hier aktualisiert, damit der ganze Swap auch zustande kommt. So, dann führe ich den Swap jetzt aus. Ich setze die Gasgebühren, hier ist eine Empfehlung, 5 Gray, dass die unterschätzen immer die Gasgebühren hier so ein bisschen bei MetaMask. Ich werde also hier, wenn das 5 Gray sind, mache ich einfach mal 15 draus, nee, nicht 145, 15. Schick das Ganze ab, einfach um die ganze Transaktion zu beschleunigen. Wir wissen ja, dass bei Matic die Gaskosten so niedrig sind, dass es auch total okay ist, irgendwie da mal ein bisschen zu viel zu bieten. Anders als bei Ethereum oder auch bei der Binance Smart Chain, da würde ich das natürlich nicht so machen. So, jetzt ist der Swap durch. Wir haben 477 USDC in 82,3 Fish-Tokens umgewandelt. Wenn ich mir die Fish-Tokens und die Paw-Tokens ins Wallet holen will, dann kann ich das übrigens hier sehr bequem über diese Schaltflächen hier machen. Token hinzufügen, dann klicke ich hier auch noch auf den Paw. Dann habe ich den auch drin. Und da sind die 82,275,3, wie auch immer, ne? Also gerundete Beträge drin. Und Paw-Tokens habe ich natürlich noch keine. So, ich habe also jetzt hier 477 USDC und die entsprechenden Fish-Tokens. Und jetzt hole ich mir die LP-Tokens, denn das ist ja der nächste Schritt. Wir wollen uns die LP-Tokens holen. Und dafür klicken wir hier auf Liquidity. Gehen auf Add Liquidity. Und es geht ja jetzt um USDC und Fish. Also wähle ich hier diese beiden Assets aus. Probiere mal aus, welches von beiden funktioniert. Ich habe hier also im Moment, da das nicht funktioniert, zu viele USDC für die Fish, die ich habe. Also nehme ich hier unten das Maximum an Fish-Tokens. Dann geht das Ganze auf. Wir sehen, also ich habe jetzt mehr USDC, als ich eigentlich brauche. 475 oder 76 werden reingetan und 477 sind vorhanden. Das ist ja jetzt egal, dann bleibt halt ein kleiner Rest übrig. Und jetzt klicke ich hier auf Supply, lege die Tokens ein, setze die Gasgebühren entsprechend nochmal hoch. Und der nächste Schritt, den wir machen wollen, ist ja, wir wollen diese LP-Tokens jetzt in die entsprechende Yield-Farm einzahlen. Und diese Yield-Farm findet sich unter Farms, Stake.
Und hier sind die ganzen Yield Farms, unter anderem die Fish USDC Yield Farm, wo die Fish USDC LP Tokens eingelegt werden. Und hier jetzt nochmal, ich hatte es ja anfangs gesagt, was sind Layer 1 und Layer 2 Farms? Also alle Farms, die hier sind, das sind die Yield Farming, das sind die Farms. Manche davon sind Layer 2, manche Layer 1. Was ist der Unterschied? Es gibt hier einige Yield Farms, die mit sich, die eine Kombination von einem Asset mit einem der beiden Reward Tokens erfordern. Hier in dem Fall Matic und Paw, in dem Fall USDC und Paw. Paw ist ja der Reward Token dieser Plattform, genau wie der Fish Token. Den gibt es hier, Fish USDC, Fish Matic, Fish Wrapped Ether. Das sind Layer 1 Farms. Das heißt, Layer 1 Farms, das sind Farms, bei denen der Reward Token der Plattform die eine Hälfte der Einlage ist und ein anderer Token die andere Hälfte der Einlage. Layer 2 Farms dagegen haben keinen der beiden oder keinen Reward Token der Plattform als Bestandteil. Das heißt also, Layer 2 Farms sind hier in diesem Beispiel zum Beispiel DAI und Bitcoin, USDT und Bitcoin, DAI und WMATIC, weil in diesen Farms sind die Reward Tokens nicht beteiligt. Das sind Layer 2 Farms. Die Layer 2 Farms haben das geringste Risiko aus Sicht dieser Plattform, weil die Reward Tokens der Plattform stellen ein gewisses Risiko dar durch den Kursverlust, der droht zum Beispiel beim Paw Token durch die Inflation. Das heißt also, Layer 1 Farms haben ein höheres Risiko als Layer 2 Farms und deshalb auch in der Regel eine höhere APR als die Layer 2 Farms. Sieht man hier sehr schön. Paw und Matic hat eine APR von 706% und die ganzen Layer 2 Farms haben eine APR von um die 100, 160 ist glaube ich das höchste oder 170 ist das höchste, was es gibt. Und das niedrigste, was es gibt, liegt so bei 33% um den Dreh. Und wir haben hier, oder 38 sind es inzwischen. Und zwar sind das die Stablecoin-Pools. Die Stablecoin-Pools, das sind Layer-2-Pools und das sind natürlich die, oder Layer-2-Farms, und das sind die Farms, die das geringste Risiko haben durch die Kursschwankungen. Ist ja klar, weil Stablecoins verändern sich im Grunde normalerweise nicht im Dollarwert, während die anderen Farms Ether und WMATIC, die können steigen, die können sinken im Dollarwert, haben also dadurch ein höheres Risiko, auch eine höhere Ertragschance und gleichzeitig auch eine höhere APR. Und am riskantesten sind die Layer 1 Farms, weil hier ist ein Asset, das nichts mit der Farm zu tun hat, beteiligt, plus einer der beiden Reward Tokens. Und es gibt noch Layer 0 Farms. Das ist aber was ganz anderes. Zum Beispiel könnte man als Layer 0 Farm diese Farm hier bezeichnen, Paw und Fish, denn Layer 0 Farms bestehen nur aus den Reward Tokens, ohne irgendeinen Bestandteil, der außerhalb der Farm liegt. Paw und Fish LP wäre hier also im Prinzip theoretisch eine Layer 0 Farm. Es gibt noch eine andere Layer 0 Farm, die findet sich unter Tanks. Und zwar ist das eine Farm, wo man Paw einlegen kann und als Reward WMATIC bekommt, also die Einlage ist Paw. Und das hier ist natürlich die riskanteste Farm von allen, denke ich, denn der Paw-Token, wenn der wirklich inflationär ist, wird der im Wert sinken. Das heißt, man macht hier eine Einlage und die verliert immer mehr. Man kriegt dann irgendwelche Rewards, die werden aber diesen Verlust niemals ausgleichen. Meine Einschätzung, insofern, wenn die geringe Chance eintritt, also die geringe Wahrscheinlichkeit eintritt, dass das nicht so kommt, wie ich denke, dann ist diese Farm hier natürlich sehr, sehr attraktiv. Dafür ist aber das Risiko sehr, sehr hoch, ne? Also das ist eine sogenannte Layer-Null-Farm. So, wir legen jetzt ein in eine Layer-1-Farm. Und warum machen wir das? Weil unsere Einlage mit $900 relativ gering ist. Also relativ betone ich hier natürlich, weil irgendwie um die $1,000 ist auch Geld. Aber das ist jetzt im Verhältnis zu den Einlagen, die man sonst hier so sieht. Also hier sind zum Beispiel 2,17 Millionen Dollar drin. Das ist dann ein relativ kleiner Betrag, ne, in Anführungszeichen. Und mit einem kleinen Betrag haben wir in den Layer 2 Farms relativ wenig Chancen, hier irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Ich würde aber durchaus euch empfehlen, da eine bewusste Entscheidung zu treffen und das nicht genauso einfach nachzumachen. Es hängt einfach davon ab, wie viel möchte man investieren, was glaubt man passiert mit den Tokens, in welcher Geschwindigkeit und so weiter. Und es ist durchaus empfehlenswert, wenn man hier wirklich auf Nummer sicher gehen will, weil man zum Beispiel einen höheren Betrag einlegt. Und damit meine ich jetzt sowas wie $20,000 oder so.
dann ist es durchaus empfehlenswert, darüber nachzudenken, einfach hier einen von zum Beispiel diesen Stablecoin-Pools zu nehmen mit einer niedrigen APR. Dafür hat man aber nicht dieses Problem. Eine andere Überlegung wäre, wenn man jetzt also besonders bullish ist, was Krypto allgemein angeht, kann es natürlich sein, dass sich zum Beispiel der Ethermatic-Pool hier anbietet, denn wenn beide Einlagen im Wert steigen, dann macht man ja keinen Verlust. Kann aber auch heißen, klar, ne, also wenn jetzt irgendwie der ganze Markt abschmiert, dann ja, wird man hier also auch Verlust machen, zumindest in Dollar gerechnet. Aber das ist natürlich wieder Abwägungssache, weil wenn man sowieso Ether und Matic in seinem Portfolio haben will und einem die Dollarwerte egal sind, dann ist das natürlich hier durchaus eine attraktive Variante mit einer APR von 94%. Auch hier ganz wichtig, APR ist nicht APY. Und dafür wäre es also empfehlenswert, zum Beispiel auf APR2APY.com kann man das umrechnen. Nehmen wir also einfach mal eine APR von, was hatten wir jetzt hier gerade bei dem 94%? Nehmen wir mal eine APR von 94%. Wenn man jeden Tag die Rewards abholen würde, entspräche das einer APY von 155%. Das ist schon ziemlich gut. Nehmen wir jetzt einfach mal unseren Pool hier, den, in den wir jetzt einzahlen wollen. Das ist der Fish USDC, hat 394% APR. 394% ergibt also eine APY von fast 5000%. Ist also ganz schön gut. Der Unterschied zwischen APR und APY ist auch in meinem letzten Video ein bisschen erklärt. Schaut euch das einfach da an. Ich wollte es jetzt nur ganz grob sagen, auch jetzt hier nochmal, deshalb sorry, dass ich jetzt so abgeschweift bin, weil hier ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung gefragt, die ihr selber für euch treffen müsst. Es ist euer Risiko, weil es ist ja auch eure Kohle und dadurch ist es dann auch euer Erfolg, wenn es geklappt hat. Und wenn es schief geht, ist es leider auch euer Pech. Ne? So, und jetzt also die Einlage. Wir haben die LP-Tokens und wir wollen die in die Yield-Farm einlegen. Dafür gehe ich jetzt auf die Fish-USDC-Farm. Gehe hier auf Deposit Max. Das heißt, ich möchte alles, was ich an LP-Tokens habe, einlegen. Hier steht übrigens Deposited 0 und in your wallet 0,0002 und so weiter. Das hat nichts mit den echten Werten zu tun, die da drin sind. Das ist einfach nur irgendeine Zahl, die jetzt den eigenen Pool-Anteil beziffert. Ich gehe hier auf Gas 10. Ne? Ich gebe 10 Gas wieder ein, damit das Ganze schneller geht. Jetzt ist gleich die Einlage erfolgt. Ich habe hier schon mal ein bisschen rumexperimentiert vor dem Video. Deshalb habe ich schon ein paar Rewards hier verdient. Das kommt jetzt nicht durch die Einlage. Das wird aber über die Zeit steigen. So, und jetzt haben wir also hier eine Einlage gemacht. Sehr spannend. Hier unten diese drei Felder, die im Prinzip den aktuellen Stand abbilden. Und zwar haben wir eingelegt $952. Ist ein bisschen was verlustig gegangen jetzt durch Kursschwankungen und Ähnliches und Kosten. Und wir haben hier insgesamt in dem Pool 3,23 Millionen drin. Wir haben also einen sehr, sehr kleinen Anteil an dem Pool. Hier sind die aktuellen Kurse. USDC ist ja immer ein Dollar, zumindest in der Theorie. Und der Fish-Token $5,79 zurzeit. Und meine Einlage ist jetzt 82 Fish ungefähr und 476 USDC. Diese Werte hier schwanken. Die Kurse schwanken und das hier wird sich natürlich auch verändern. Hier kann man schön den aktuellen Stand ablesen. Jetzt ist die Einlage also erfolgt und das bildet sich übrigens auch sehr schön bei D-Bank ab. Gehen wir kurz mal auf D-Bank. Schauen, ob sich das schon... Ja, hier ist es, Polycat, $951 haben wir da drin liegen. Hier ist unsere Einlage, USDC Fish. Hier sind die Anteile, welche Rewards wir schon haben, nämlich 0,18 PAW. Dann haben wir hier eine APY, die irgendwoher berechnet wird. Die würde ich jetzt nicht allzu ernst nehmen, weil die APY-Berechnung ist bei Polycat ein bisschen kompliziert durch das Vesting. Und apropos Vesting... das ist das Nächste, was man hier tun muss. Und zwar müssen wir jetzt täglich unsere PAW-Tokens abholen. Das kann ich hier über den Knopf Harvest All. Mach das einfach mal als Beispiel, da wird nicht viel bei rauskommen. Und die PAW-Tokens sind nach dem Harvesten aber nicht sofort in meinem Wallet, weil es ja dieses Vesting gibt. Und das möchte ich ganz kurz einmal demonstrieren, damit ihr auch wisst, was ihr in den nächsten Tagen machen müsst. Transaktion ist durch. Ich gucke in meinem Wallet unter PAW nach. 0 PAW. Logisch, weil die sind ja noch gewestet. Und
Wie das abläuft mit dem Vesting, das sehe ich hier unter Farms Vesting. Und jedes Mal, wenn ich harveste, wenn ich Paw Tokens abhole, dann werden die überführt in ein Vesting Schedule. Also das heißt, die werden für 30 Tage festgelegt und während der 30 Tage nach und nach freigegeben. Das heißt, ich kann hier also jeden Tag hingehen und mit Claim All alle frei gewordenen Paw Tokens abholen. Und jedes Mal, wenn ich harveste, fängt ein neuer Vesting Schedule an mit den Tokens, die ich dann im Harvesting habe. Das heißt also, hier werden immer mehr Vesting Schedules entstehen. Das ist der Vesting Schedule von eben, als ich auf den Knopf gedrückt habe. Und vor dem Video habe ich hier ein bisschen rumexperimentiert und schon zweimal geharvestet. Und deshalb sieht man hier schon zwei andere Harvesting Schedules. Und diese Paw Tokens, das war jetzt viel zu wenig, um hier irgendwie was Vernünftiges zustande zu bringen. Die werden eben nach und nach über die 30 Tage frei. Und ich müsste im Prinzip jeden Tag die frei gewordenen Tokens hier abholen. Das ist ein bisschen mühselig, weil nachher hat man hier 30 Knöpfe oder so. Deshalb gibt es diesen Claim All Knopf. Damit kann man das alles auf einmal erledigen. Und nur das, was hier unter Claim All kommt, das landet in meinem Wallet. Und der nächste Schritt wäre dann also über Trade diese Paw Tokens, die in meinem Wallet sind, umzuwandeln in Fish und dann hier in dieses Vault reingehen und hier eine Einlage machen und dann einfach zuschauen, wie der Bestand an Fish Tokens steigt, der Wert des Fish Tokens steigt und man immer mehr Gewinn macht. Das ist zumindest die Theorie. Ob das in der Praxis klappt, weiß ich auch nicht. Das Ganze ist mega riskant. Wenn ihr das mitmacht, denkt einfach dran, es kann alles Mögliche schiefgehen. Markt kann abstürzen, Seite kann gehackt werden und so weiter. Die Risiken solltet ihr inzwischen kennen, wenn ihr Yield Farmer seid. Daher also nichts investieren, was man nicht auch bereit ist zu verlieren. Die goldene Regel sowieso. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Erfolg. Ich mache nochmal ein Video, wo wir dieses ganze Vesting und Harvesting durchgehen. Dafür muss aber erstmal ein bisschen was an Rewards auflaufen. Dazu also später mehr. Erstmal viel Spaß, viel Erfolg. Happy Farming. Bis bald. Tschüss.